Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es weiter mit dem Thema Rückbeugen. Wir machen eine relativ komplexe Pose nochmal zum Abschluss der Rückbeugen-Serie. Und zwar ist das die liegende Katze oder auch die Katze, die ihren Schwanz hält, genannt Cat Pulling Its Tail. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen, wenn wir durch die Asana hindurchgehen mit den verschiedenen Variationen. Auf jeden Fall finde ich, ist es eine sehr, sehr wertvolle Übung. Sie kommt eben auch sehr nah dem Sattel, den wir letzte Woche schon geübt haben. Falls du dieses Tutorial noch nicht gesehen hast, ich verlinke es dir nochmal hier oben so, dass du dich damit auch vertraut machen kannst. Ich habe die Katze jetzt letzte Woche nicht explizit als Alternative zum Sattel angeboten, einfach weil sie ähnlich komplex ist. Und heute wirst du aber kennenlernen, ob dir die Katze zusagt. Und falls du bisher mehr den Sattel geübt hast, kannst du vielleicht auch mal mit der Katze variieren oder umgekehrt, je nachdem. Ja, also falls du generell noch gar nicht weißt, warum es diese Tutorial-Serie gibt, dann kann ich dir selbstverständlich auch noch das Intro zu dieser Tutorial-Serie empfehlen. Auch das verlinke ich dir hier oben nochmal, damit du vielleicht einen Einblick bekommst in das individuelle Üben im Yin-Yoga. Und dann auch nochmal ein zweites Intro, wo es um die konkreten Kategorien von Yin-Yoga-Posen geht. Auch das verlinke ich dir sehr gerne nochmal hier oben. Also, jetzt lass uns loslegen. Du brauchst eigentlich für diese Asana heute gar keine Hilfsmittel. Eventuell kannst du für den Kopf, je nachdem wie du ihn positionierst, ein Kissen bereithalten. Also das ist heute wirklich das einzige Hilfsmittel, was Sinn machen könnte. Alles andere erreichen wir heute quasi durch die verschiedenen Variationen der Pose. Also dann mach dich bereit. Ich würde sagen, wir fangen jetzt ausnahmsweise mal auf der linken Körperseite an. Für mich, weil ich einfach rechts dieses Mikro angeklippt habe und das dann etwas schwieriger ist, das zu demonstrieren. Und du kannst auf der Seite anfangen, wie du magst, rechts oder links. Ich nehme das Kissen mal mit rüber für den Fall, dass ich dir das dann auch direkt zeigen möchte. Also komm am besten mal in die Seitenlage und das heißt, du kannst einfach mal gerade liegen, ne? Auch durchaus mal am Anfang hier so mit dem Arm aufgestützt und dann bringst du das obere Bein mal angewinkelt nach vorne vor den Körper. Ne? Das heißt also, du legst einfach mal dein oberes Bein angewinkelt auf der Matte ab und dann beugst du das untere Bein. Bei mir ist es jetzt eben das linke Bein, wenn du auf der anderen Seite siehst, bei dir das rechte Bein. Und jetzt kommt die Katze, die ihren Schwanz hält. Du nimmst den oberen Arm und greifst den Fuß. So, und dann ist eigentlich das Ziel, sich jetzt wirklich in eine Position abzulegen, die angenehm ist. Das heißt, du kannst erstmal oben so bleiben, wenn du magst, und einfach nur den Fuß ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Und dann liegst du quasi in so einem Mittelding aus Seitbeuge und Rückbeuge, wenn du quasi noch den Kopf Richtung Decke drehst. Das heißt also, du hast mehrere Effekte in dieser Pose. Und dadurch, dass du hier vorne den Oberschenkel dehnst auf der linken Seite, jetzt in dem Fall den Quadrizeps dehnst oder die Quadrizeps, sind ja vier Muskeln im Oberschenkel vorne, sprichst du natürlich auch noch zum Beispiel auch Meridiane an von Magen und Milz, während du, wenn du hier in diese Rückbeuge kommst, im hinteren Teil des Körpers Blase und Niere aktivierst. Und eben je nachdem, dadurch, dass du hier eben auch über die Seite arbeitest, ist es auch noch der Gallenblasenmeridian.
Wenn du aber jetzt sagst, boah, das ist mega unbequem, was eben durch diese Stützposition auch sein kann, dann komm mal eine Stufe tiefer und lehn dich mal quasi hier mit der Hand in den Kopf. Ne? Und dann schaust du mal, da liegst du, deshalb eben auch die liegende Katze. Da merkst du aber vielleicht schon ein wenig mehr Druck im unteren Rücken. Das ist eben das, worauf ich dich hinweisen möchte. Es ist eine eben intensivere Rückbeuge, je nachdem, wie du sie übst. Und du darfst nicht vergessen, wir sind hier alle unterschiedlich anatomisch. Das heißt, je nach Körperproportion, wenn du nicht so lange Arme hast, kann das sein, dass du generell auch Mühe hast, deinen Fuß zu fassen. Das heißt also, dass du dich stärker in eine Rückbeuge begeben musst und dir vielleicht das auch vorne auf der Seite, also auf der vorderen Seite vom Oberschenkel unangenehm ist. Dann könntest du, da war ich jetzt nicht ganz so sauber mit der Erklärung, könntest du hergehen und könntest dir noch einen Yoga-Gurt nehmen, den du dann oder einen Gürtel, einen Bademantel, Gürtel, egal was, irgendwas, mit dem du deinen Fuß näher zu dir bringen kannst. Das ist selbstverständlich auch okay. Ne? Dass also nicht jeder kann ganz normal seinen Fuß wirklich fassen in dieser Pose. Das heißt, hol dir sonst gerne noch einen Yoga-Gurt, einen, wie gesagt, Bademantelgürtel, einen anderen Gürtel, irgendwas, was du dir um den Fuß legen kannst, wo du dann quasi hier halten kannst. Das ist ganz, ganz wunderbar. Geh immer nur so weit, wie dein Körper das zulässt und wie das für dich überhaupt passt. Ne? So, also das ist jetzt mal die Variation so an der Stelle. Du merkst auch, es macht auch was mit der Schulter. Es öffnet auch nochmal die Schulter, also es dehnt die vordere Schulter. Und dann kannst du eben, wenn du sagst, auch dieses Aufstützen ist mir unangenehm, dann kommt eben unser Kissen hier zum Einsatz. Das heißt, dann kannst du hier auch wirklich noch den Kopf auf einem Kissen ruhen lassen. Ne? Also ich mache das dann, wenn dann gerne mit dem Arm wirklich noch darunter, sodass es eine richtig angenehme Höhe ist. Siehst du, dann ist mein Nacken auch überhaupt nicht abgeknickt. Ist eine sehr angenehme Haltung. Ne? Oder eben, du gehst wirklich stärker in diese Drehhaltung und dann legst du dich mehr auf dem Rücken ab. Ne? Das heißt also, es kommt auch darauf an, wie sich das jetzt anfühlt für dich hier auch eben zum Beispiel auf der Seite des Oberschenkels, ob das für dich angenehm ist und auch ob es für dich in der Schulter und im unteren Rücken angenehm ist, wenn du dich weiter rüberrollst. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, diese Pose zu üben, aber sie ist dann wieder sehr intensiv. Du kannst das obere Bein, wenn du magst, zusätzlich auch noch ausstrecken. Dass du also merkst, da hast du noch mehr Dehnung im sogenannten Iliotibialband, was ja an der Außenseite vom Bein verläuft, ist auch nochmal eine relativ gute Dehnung. Dann ist wirklich auch der Gallenblasenmeridian sehr stark im Rennen hier von der Wirkung her. Und es gibt wirklich auch noch Leute, die fasten dann noch zusätzlich gerne den vorderen Fuß. Ich finde, das ist mir persönlich zu intensiv. Aber das ist, wie gesagt, ganz individuell. Schau mal, was eben für dich wirklich am besten passt. Und wie gesagt, Ziel ist dann wieder, dass man hier so lange verweilt, wie es angenehm ist. Und du merkst eben schon, du hast halt hier Zug vorne auf dem Oberschenkel auf der linken Seite. Du spürst die Kompression im unteren Rücken und du spürst hier die Öffnung in der Schulter, also die Dehnung in der vorderen Schulter plus hier oben den Oberschenkel und wenn du das Bein ausgestreckt hast, auch noch eben bis runter in den Fuß. Und das ist quasi die ganze Pose. Also schau, wie du dich da am besten einrichtest. Und zum Auflösen mache ich persönlich das sehr gerne. Ich lasse den Fuß dann erstmal los, strecke vorsichtig das Bein aus, bringe das andere Bein wieder zurück und dann rolle ich mich ganz vorsichtig auf den Bauch. Also ganz vorsichtig lasse ich mich rüberrollen und dann kann man hier wieder auch ganz vorsichtig den Kopf zum Beispiel auf dem Kissen ablegen und alles entspannen und dann quasi in der Bauchlage nachspüren. Wenn du sagst, du hast kein Kissen, dann kannst du dich auch mit dem Kopf auf die Fäuste ablegen, die du übereinander legst oder eben sogar tiefer kommen auf die Handrücken. Schau mal, was jetzt für dich am besten passt und vergleiche jetzt dann mal die rechte und die linke Seite des Körpers.
Rechtes Bein mit linkem Bein. Auch mal spüren deinen unteren Rücken. Und spüre in die rechte und die linke Schulter, die Vorderseite der Schulter. Und dann würdest du dich langsam bereit machen, die Pose auf der anderen Seite zu üben. Das heißt, du kämst jetzt auf die rechte Körperseite und wundere dich nicht, wenn du auf der anderen Seite des Körpers die Pose eben unterschiedlich wahrnimmst. Unser Körper ist nicht auf beiden Seiten gleich. Das hast du vielleicht auch schon in deiner Yang-Yoga-Praxis jeweils gemerkt. Das heißt also, manchmal ist die eine Seite kräftiger als die andere, also stärker. Ist natürlich oft in den Armen so mit Rechtshänder und Linkshänder, aber eben auch flexibler. Also das hast du vielleicht auch schon gemerkt, dass du eben die eine auf der einen Seite gewisse Yoga-Übungen tiefer, wie man so schön sagt, in die Pose hineinkommst als eben auf der anderen Körperseite. Aber nimm das einfach so, wie es ist. Also bewerte das nicht und versuche auch nicht zwangsweise quasi deine Körperhälften unbedingt synchron zu bekommen. Also was man manchmal machen kann, ist, wenn du halt merkst, dir tut die Pose auf der einen Seite wirklich extrem gut, dann kannst du sie dort auch länger halten als auf der anderen Seite. Man sagt ja immer, man soll immer symmetrisch üben, aber also wenn du zum Beispiel jetzt auf einer Seite da kommen wir nächste Woche dann zu, wenn wir Seitbeugen beginnen zu üben, dass es oft sein kann, dass man wie auf einer Seite das Gefühl hat, man ist stärker irgendwie komprimiert als auf der anderen Seite. Es ist manchmal auch, wenn man zum Beispiel eine Skoliose in der Wirbelsäule hat, dann macht es durchaus Sinn, die Übungen sowohl abzuwandeln, die man übt auf der einen oder anderen Seite. Auch da müssen sie nicht immer symmetrisch geübt werden, auf die gleiche Art und Weise. Man sagt immer, üb das, was du auf der einen Seite gemacht hast, auch auf der anderen Seite. Ist aber oft gar nicht so gut, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse auf den beiden Körperseiten hat. Das einfach noch als Ausführung dazu. Also beobachte wirklich deinen Körper. Das ist das, was ich mir sehr wünsche mit dieser Tutorial-Serie, dass du ins Spüren kommst, dass du merkst, was für dich persönlich am besten ist. Das heißt also, du hast jetzt einmal die liegende Katze kennengelernt. Wie gesagt, es ist eine recht komplexe Pose und du kannst sie ja vielleicht auch mal in der Wirkung jetzt vergleichen mit dem Sattel für dich. Es wäre natürlich dann wie beim einbeinigen Sattel auch teilweise mehr. Das heißt also, weil da musst du ja, sonst hast du beim Sattel ja nur quasi übst du einmal bei der Katze und beim einbeinigen Sattel musst du ja die rechte und die linke Seite jeweils separat üben. So, das war's für heute vom Tutorial Yin Yoga ganz individuell für dich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie dir dieses Video gefallen hat, ob es dir geholfen hat, ob du die Katze schon kanntest. Und bitte lass mich das doch in den Kommentaren wissen, damit wir in einen Austausch kommen. Du kannst mir auch immer schreiben, welche Videos du dir noch wünschst, welche Tutorials. Ich gehe sehr gerne auch auf eure Wünsche ein. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das nachholst und aktiviere auch die Glocke, damit du kein weiteres meiner Videos mehr verpasst. Ganz herzlichen Dank, dass du mit mir auf der Matte warst. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Deine Yvonne.